So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr wisst, ich befinde mich aktuell mitten in meiner Pause, aber doch für solche kleineren Videos und Projekte habe ich auf alle Fälle die Zeit. Und ja, ich denke, ich werde sicherlich bald wieder anfangen, Videos und Let's Plays aufzunehmen. Aber wie gesagt, gebt mir die Zeit. Ich genieße die Zeit tatsächlich gerade sehr. Aber eben auch gleichzeitig, um neue Ideen zu sammeln, ja, Kraft zu tanken und auch ein bisschen mein Privatleben aktuell ein bisschen zu strukturieren, aufzubauen. Wie gesagt, es geht ja beruflich jetzt in eine etwas andere Richtung, sage ich mal, in der Zukunft. Jetzt auch durch die Weiterbildung und dadurch, ja, ist für mich natürlich gerade mein Leben so ein bisschen, ja, in so einer Neustrukturierung oder Neuausrichtung. Und da muss ich erstmal gucken, wie sich das zeitlich jetzt alles so in Zukunft, ja, so zurechtgelegt wird. Also von mir und wie gesagt auch die Umstände, die äußeren Umstände dann das Ganze so ja, entstehen lassen. Ich werde aber trotzdem heute ein kleines Case-Opening machen. Mal gucken, ob ich im Anschluss noch ein kleines Gefecht ja, anhängen werde. Ich habe wieder ein paar Kisten gesammelt, jetzt über die letzten Wochen. Ja doch, wir sprechen glaube ich von Wochen. Das letzte Case-Opening dürfte gar nicht so lange entfernt sein. Das letzte Mal hatte ich 151 Kisten, diesmal 161 Kisten, also relativ in der Nähe auch vom letzten Opening. Aber ich habe ein paar interessante Kisten dabei und ich bin mir absolut sicher, dass ich heute ein Schiff ziehen werde. Es gab jetzt vor kurzem ein Update, das ist ganz interessant. Jetzt kann man nämlich sehen, wie lange man braucht, bis man den nächsten Schiffsdrop bekommt. Bei den Supercontainern habe ich das schon nachgeschaut. Ich glaube, ich brauche 150 oder 160 Kisten. Also aus dem Supercontainer werden wir sicherlich kein Schiff ziehen oder zumindest keinen garantierten Drop haben. Ich freue mich aber riesig, wie gesagt, heute die ganzen Container hier zu öffnen. Und genau, ihr seht schon, hier sind ordentlich Container angesammelt worden. Also ich habe Boni-Container, also wirklich alles Mögliche hier. Am spannendsten werden wahrscheinlich die Supercontainer sein und auch die Premium-Container, die reisen nach Westen. Da hat man meines Wissens, glaube ich, 10 oder 12% Chance auf ein Schiff. Ich kann mal kurz in die Waffenkammer nochmal gehen und gucken. Ich meine nämlich, dass man dort irgendwo sich anzeigen lassen konnte, wie hoch die Chance auf ein Schiff ist. Ich glaube 12,5%. Da sind nämlich 5 Schiffe drin in diesen Container. Ich kann ja mal gucken, die Reise nach Westen, ob ich das... Ich würde eigentlich keinen Screenshot machen. Wenn ich jetzt einfach nur Westen eingebe... Nee. Container. Nee. Damit finden wir es nicht. Vielleicht Premium-Container. Es könnte sein, dass ich es hier rüber finde. Nee. Vielleicht hier. Ja, es gibt so viele Container im Spiel. Das ist unglaublich. Wenn ich hier auf Standard nach Name. Nee, ich denke nicht, dass ich die hier finden werde. Schade, vielleicht in dem Bereich. Also hier haben wir halt Supercontainer, hier sieht man auch 169 Drops, bis ich ein Super oder überhaupt ein Schiff bekomme. Kein Superschiff, sondern einfach nur ein Schiff. Ja, schade, ich sehe es nicht, aber ich weiß, welche Schiffe drin sind und ja, ich glaube, da sind ein paar asiatische Schiffe dann enthalten. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich habe jedenfalls jede Menge Container gesammelt. Ich erwarte mir aus diesen ganzen Containern, die wir jetzt hier haben, 2 Schiffe ist mein Ziel. 2 Schiffe aus 161 Containern. Im Grunde ist das Ziel, 2 Schiffe aus diesen Premium-Containern zu ziehen, weil man hat 12,5%. Das heißt, ein Schiff müsste eigentlich auch hier garantiert sein. Ein zweites Schiff wäre aber schön. Und ja, ich glaube, 5 Schiffe sind enthalten. Das wäre natürlich optimal. Meines Wissens ist ein Zerstörer enthalten, ein Kreuzer, ein Flugzeugträger und 2 Schlachtschiffe. Ich freue mich riesig und wir starten dann auch gleich mal in die Container. Ich starte mal mit den etwas langweiligeren Containern, die gewöhnlichen Boni. Da öffne ich auch gleich alle auf einmal. Ich muss nur gucken, dass ich nicht alle auf einmal öffne jetzt hier, also alle Container. Die gewöhnlichen Bonis. So, da ist nichts Besonderes drin, das können wir auch erstmal überspringen. Ökonomische Belohnungen nehmen wir auch mal mit. Vor allem Credits wahrscheinlich dann. Genau, Credits. Auch immer wieder ein Abzeichen. Die kleinen Container sind in der Regel auch relativ langweilig. Aber ja, wie gesagt, ich spare mir diese Container immer mal ein bisschen so zusammen. Und irgendwann ist dann immer so ein Opening mal da, dann die Option auch was draus zu ziehen. Ich habe noch 5 Epochen der Marine. Ich meine, dass dort auch keine Schiffe drin sind.
bin mir eigentlich fast sicher. Da sind, glaube ich, nur ein paar ökonomische Sachen drin und ich glaube auch Abzeichen. Daher rein da. Genau. Keine Schiffe, aber ja, ein bisschen Free XP. Sonstige Bonis. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und dann geht das Ganze hier auch relativ schnell schon verstanden. Auch die Steam-Container sind auch relativ langweilig in der Regel. Machen wir auch gleich mal alle auf. Genau. Aber immerhin 10.000 Free XP, die nehme ich gerne mit. Freue ich mich immer drüber. Und auch Signale kann man haben. So, jetzt wird es langsam schon ein bisschen spannender. Wir machen mal weiter mit Schlachten der Javasee. Auch ich glaube, da sind auch relativ langweilige Drops drin. Von daher öffnen wir auch mal beide auf einmal. So, ja, Kreditpunkte, Bonis. So, da haben wir noch 131 Stück, aber ja, jede Menge Signale. 39 Container. Die dürften ja auch ein paar Millionen Credits wert sein. 4000 Kohle, 3000 Free XP, Haufen Signale. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. November, Foxtrot auch nicht schlecht, das Ganze zu haben. So, mehr Kohle, 45 Container. Und danach wird es, glaube ich, ein bisschen spannender. So, 22.000 Kohle, 10.000 Free XP, Kapitäns-EP. Ja, auch ordentlich normale Bonis hier. Die nehme ich auch sehr gerne mit. 20% mehr Kreditpunkte. Das nehmen wir doch. Free XP 300%. Auch davon 18 Stück. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Kriege auch immer noch ein bisschen gratis Kohle, weil ich bei dem lieben Schremmi im Clan drin bin. Grüße gehen raus. So, jetzt haben wir die spannenden Container. Wir haben besondere Bonis, seltene Bonis. Wir machen mit den Bonis erstmal weiter. Besondere Bonis sind, glaube ich, blaue Bonis, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, grüne Bonis. Okay, grüne Bonis. Ja, jede Menge Kreditpunkte. Ja, relativ wenig Kapitäns-EP, wobei das auch tatsächlich das Unnötigste ist. Also, natürlich, unnötig ist hier gar nicht. Alles sind Bonis. Bonis nehmen wir gerne. Aber mit Schiffs-EP kann ich tatsächlich am meisten anfangen, weil ich ja erstmal versuche, die ganzen Forschungsbäume hier hochzufahren. Da bin ich auch aktuell ganz gut dabei. Ich farme aktuell die Colorado, also die amerikanischen Schlachtschiffe. Dann habe ich eigentlich so gut wie die Schliefen auch erreicht. Da bin ich dann auch fertig. Ja, was habe ich denn eigentlich noch? Da können wir ja vielleicht mal kurz ausschwenken. Genau. Die italienischen Kreuzer würde ich auch mal hochfahren. Oder überhaupt den italienischen Kreuzer. Es gibt ja dann nur einen Stufe 10 Kreuzer. Zumindest im Forschungsbaum der Italiener. Ja, mit der Hilfe müsste ich auch immer mal weitermachen. Also, es gibt jede Menge zu tun auf alle Fälle. Und ja, jetzt wird, glaube ich, langsam spannend, weil jetzt werden wir mit Sicherheit ein Schiff ziehen. Alle Container anzeigen. Wir machen weiter mit den seltenen Bonis. Dann sind das auf alle Fälle die blauen Bonis. So. Ja, das sieht doch gut aus. 6x Schiffs-EP, sehr schön. Auch 6x Free XP und 3x nur Kapitäns-EP. Aber wie gesagt, mit Kapitäns-EP kann ich am wenigsten anfangen. Wir machen weiter. Wir haben noch die taktischen Container besonders. Besonders klingt ja fast schon wie Premium. Mal eben einen Schluck trinken. So, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob da ein Schiff drin sein kann. Taktischer Container besonders. Wir können ja mal kurz gucken. Ich meine nämlich, dass der sogar in der Waffenkammer dargestellt ist. Oder? Oder? Nee. Nee, der ist nicht dargestellt. Gut. Dann ist das nicht weiter schlimm. Wir öffnen diesen besonderen Container und ich hoffe doch, dass ich irgendwas Spannendes ziehe. Ja, warum nicht? 24 Stunden Premium-Zeit nehmen wir doch gerne mit. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch die spannenden Supercontainer, die Mondneuer-Container und die Premium-Container, die Reise nach Westen. Die machen wir am Schluss auf, weil da werde ich mit Sicherheit ein Schiff draus ziehen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit den Mondneuer-Kisten. Ne? Und danach die Supercontainer und am Schluss die Premium-Container. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch ganz schön geöffnet. Und die machen wir jetzt Stück für Stück auf. Meines Wissens 2,5% auf ein Schiff. Also eine relativ hohe Chance. Joa, wir starten mal mit ein bisschen XP. Ja, 2,5%, glaube ich, da sind, glaube ich, Stufe 5 und 6 Schiffe drin.
Ja, ich denke mal, auch da haben wir im Grunde verhältnismäßig eine höhere Chance, ein Schiff draufzuziehen als aus einem Supercontainer. Ja, das, Tarnung ist so das Sinnloseste, was es gibt, weil ich, da habe ich schon ein paar Tarnungen von aus dieser Kiste. Kapitäns-EP braucht kein Mensch. Ja, Schiffs-EP nehme ich gerne immer mit. Vielen, vielen Dank dafür. Aber es sind auch Schiffe drin. 5000 XP nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir. Tarnungen. Wie gesagt, an diese Kiste gehe ich jetzt nicht mit der Erwartung, ein Schiff zu ziehen, aber es sind Schiffe drin. Es sind Schiffe drin, Schiffs-EP, sehr schön. Sind ja auch nur 12 Stück, das heißt, die gehen dann doch relativ schnell zu Ende. Ui, wir haben ein Schiff gezogen, wir haben ein Schiff gezogen. Die Irian, Stufe 8 Kreuzer, sogar Stufe 8, da bin ich doch sehr glücklich mit tatsächlich. Der Kreuzer aus dem Projekt 68er bis Orchonikidze wurde im Oktober 1949 in Leningrad auf Kiel gelegt, im September 1950 vom Stapel gelassen und im August 1952 der vierten Flotte zugewiesen. Im Jahr 1961 wurde der Kreuzer in die Schwarzmeerflotte transferiert. 1962 wurde die Orchonitske an die indonesische Marine übergeben, wo sie den Namen Irian erhielt. Sie diente bis 1972 in der indonesischen Marine. Ja, also ich muss sagen, damit sind auch schon jegliche Erwartungen an diese Kiste hier erfüllt, weil ich hatte nicht die Erwartung, dass ich ein Schiff draus ziehen werde. Vor allem nicht Stufe 8, also da ist alles Mögliche drin, aber ja, Stufe 8 Kreuzer nehme ich gerne mit. Also so ein Schiff, das kostet auch einiges. Ich glaube, Stufe 8, wir können ja mal eben gucken. Wenn ich jetzt mal gucke, das ist ja komplett kostenlos für mich, weil ich ja diese Kisten aus dieser aus diesem Event gezogen habe. Ein Stufe 8 Kreuzer, der hat einen Wert von. Gut, wir müssen natürlich Kreuzer auswählen. Ja, 12.000 Dublonen. 12.000 Dublonen und das hat im Grunde einen Wert von 40 Euro. 40 Euro aus einer Kiste gezogen. Ne? Kostenlos. 40 Euro Schiff, wunderbar, das ist doch geradezu fantastisch und es wird sicherlich noch besser werden, weil die besten Container habe ich ja noch. Das stimmt mich doch sehr, sehr glücklich, muss ich schon sagen. Wir haben noch 5 Stück. Hier kommt mit Sicherheit kein Schiff mehr raus, aber wir öffnen sie trotzdem einzeln. Jegliche Erwartungen sind erfüllt. Nochmal freie EP. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt kann auch noch dreimal eine Tarnung rauskommen. Ich bin absolut zufrieden und happy mit dem Drop. Aber sowas von happy. Ja, von mir aus Tarnung. So, waren das jetzt alle? Ne, wir haben noch zwei. Zwei haben wir noch. Und danach haben wir die Premium-Container. Hier 2,5% meines Wissens. In den Premium-Containern 12,5%. Das ist der letzte Container. Vielleicht nochmal ein Schiff. Ja, warum nicht? Nee. Gut. Jetzt haben wir noch 10 Supercontainer und 10 Premium-Container. Ich bin absolut happy, muss ich sagen. Vor allem, weil ich aus einem Container ein Schiff gezogen habe, was erstmal 40 Euro wert ist. Und zweitens, ja, einfach mal so gratis. Das ist das Schöne an World of Warships. Supercontainer. 10 Stück. Was ziehen wir? Ja, 25 Kapitäns-EP. Man muss auch dazu sagen, in Supercontainer kann man eigentlich immer zufrieden sein. Natürlich sind Schiffe das Schönste, was es gibt. Ich glaube, 0,5 oder 1% hat man eine Chance auf ein Schiff. Ich glaube, 0,5%. Weil ich habe ja aktuell 167 Drops, also 167 Drops, bis ich garantiert einen Schiffsdrop erhalte. Ich meine, dass bei jedem 200. Drop man ein Schiff erhält. Das macht also Sinn, dass man 0,5% Chance hat auf ein Schiff jeglicher Art. Weiter geht's. So, ja, Kapitäns-EP halt, ne? Stimmt mich nicht allzu happy, aber wir haben ein Schiff, wir haben ein Schiff, wir haben ein Schiff. Signale nehmen wir mit. So, wir können natürlich auch schon eher ein Schiff bekommen. Also, es muss nicht unbedingt beim 167. Container kommen. Hier haben wir jetzt Kohle rausgezogen, wahrscheinlich 5000 Kohle oder so, glaube ich, drin.
7500, ja. Damit kann man auch sehr, sehr, sehr zufrieden sein, weil bis man 7500 Kohle erhält, das dauert auch eine ganz schöne Weile. Also das dauert bestimmt eine Woche, würde ich jetzt mal schätzen, oder 2 Wochen. So, Coins. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Supercontainer. Dublonen. Ja, ich weiß nicht, wie hoch die Chance auf Dublonen ist. Nehmen wir mit. Ist sicherlich nicht verkehrt, weil mit Dublonen kann man sich ja im Grunde auch die Pässe, die Battle Pässe kaufen. Von daher ganz nett. Aktuell der aktuelle Battle Pass, da kann ich ja mal kurz drauf eingehen. Der gefällt mir auch ziemlich gut tatsächlich. Nur mal hier, um hier mal reinzuschauen. Der kostet ja dieses Mal 2500. Und ja, man kriegt hier aber auch schon insgesamt ein paar Dublonen, nämlich glaube ich 500, 1000, 1250 genau. Also man kriegt schon mal einen Teil davon erstattet. Hat dann also nur noch 1250 zu bezahlen. Das heißt, die Hälfte bekommt man allein schon durch den Battle Pass geschenkt. Und die andere Hälfte muss man quasi bezahlen. Es gibt teilweise, habe ich gehört, sogar Battle Pässe, wo man die kompletten 2500 hier unten erhält. Ist natürlich dann noch besser, weil man hat ihn dann absolut gratis. Das sind solche Experimente von Wargaming. Ja. Wunderbar, also wir haben Dublonen bekommen. 1000 Dublonen ist, glaube ich, auch eine sehr geringe Chance. Ich glaube 5% oder auch vielleicht nur 1% oder 2%. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Und wir haben noch 3 Supercontainer. Also die Ausbeute ist sehr zufriedenstellend schon mal. Signale. Komm, jetzt ziehen wir nochmal Dublonen. Dublonen wär noch schön. Über Dublonen kann man sich eigentlich auch jedes Mal freuen. Kapitäns-EP. Und der letzte Supercontainer. Nochmal Signale. Okay. Es wird spannend, weil jetzt haben wir die Premium-Container, die reisen nach Westen. Und ich werde euch garantieren, mit 12,5% Chance müssten wir eigentlich ein Schiff erhalten aus den Containern. Da sind 2 Stufe 9 Schlachtschiffe drin. Die hätte ich beide gerne, weil ich sehr, sehr gerne Schlachtschiff fahre. Den Flugzeugträger brauche ich nicht unbedingt. Ich bin kein absoluter Freund von diesen Dingern, muss ich sagen. Also Flugzeugträger fahre ich gar nicht gerne. Den Kreuzer würde ich auch gerne mitnehmen. Ich glaube, Stufe 7 oder Stufe 8 Kreuzer ist drin. Und ja, den Zerstörer nehme ich auch mit. Aber wie gesagt, bevorzugt gerne die beiden Schlachtschiffe. Und wir starten mal. Wir starten mal. Sieht auch wunderschön aus, der Container. So, wir starten mit besonderen Bonis. Kapitäns-EP. Ja, gerne alles, aber keine Kapitäns-EP das nächste Mal. Danke. Und wir ziehen. Ein Schiff. Und da haben wir die Wukong. Da haben wir den Kreuzer. Okay, den Kreuzer haben wir schon mal. Wir haben noch 8 Container übrig. Deswegen hoffe ich doch, dass wir bei den nächsten 8 Containern noch eins der beiden Schlachtschiffe ziehen. Also wenn wir jetzt noch eins der Stufe 9 Schlachtschiffe ziehen, bin ich absolut happy und zufrieden mit diesem Opening. Mehr als zufrieden. Also wir haben schon mal einen Kreuzer, aber das ist jetzt trotzdem das mit das langweiligste Schiff neben dem Flugzeugträger. Deswegen, bitte gib mir eins der Schlachtschiffe. Ein Schlachtschiff, bitte. Please. Da haben wir eins. Die Wujing. Wunderschön, wir haben die Wujing erhalten. Natürlich auch alles schön kostenlos, weil das alles im Battle Pass mit enthalten war. Ich bin happy. Wir haben noch 7 Container übrig und ich habe eigentlich alles gezogen, was ich wollte. Ich habe 2 Stufe 8 Kreuzer, 1 Stufe 9 Schlachtschiff, einmal Dublonen. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Opening. Und die nächsten 7 Container, ganz im Ernst, da können jetzt auch 7-mal Kapitäns-EP-Bonis rauskommen. Ich bin absolut zufrieden und freue mich gerade. Absolut. Wir können uns das Schiff ja mal nebenbei mal anschauen. Wir können uns überhaupt mal die 3 Schiffe anschauen, die wir jetzt schon gezogen haben. Wir haben die Irian. Das Schöne ist, dadurch, dass das Premium-Schiffe sind, haben die auch jede Menge Bonis drauf. Ja, eine Stufe 8 Kreuzer, der auch übrigens sehr interessant aussieht. Torps. Was haben die eigentlich für eine Ausrüstung? Ein Torpedo-Nachladebeschleuniger, eine Hydro, Tiefwasser-Torps. Ja. Sieht ganz interessant aus, muss ich sagen. Ja, Erkennbarkeit ist ziemlich hoch für einen Kreuzer. Sehr interessant. Dann haben wir die Wukong. Natürlich mit einer wunderschönen Tarnung. Wirklich eine wunderschöne Tarnung. Was ist denn das hier für Artillerie? 203 mm sieht irgendwie ein bisschen größer aus durch den Skin. Ja, 10,5 Sekunden Nachladezeit.
Interessant. Alle Fälle schon mal deutlich besser als die Hipper. So, Torps kennt man ja. Und Ausrüstung. Auch Torpedonachlader, Aufklärungsflugzeug und ein defensives Flakfeuer. Aufklärungsflugzeug ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich meine, mit 17,6 Kilometer Reichweite kann man sehr zufrieden sein. Und dann haben wir hier das wunderschöne Schlachtschiff, die Wujing. 20 Kilometer Reichweite, Kaliber 380 mm. Ah, das ist schon echt ein tolles Schiff, ne? Der Skin gefällt mir jetzt allerdings nicht so gut, den nehmen wir gleich mal raus. Äußeres. Bitte Standard, gibt's das? Ja. Also manche Skins gefallen mir wirklich gar nicht. Also so sieht das Schiff aus. Wunderschön, wunderschön. Hat auch eine ziemlich gute SEC anscheinend. 12 x 200 mm Geschütze. Sieht aber einfach spannend aus. Was hat das Ding hier für Ausrüstung? Wahrscheinlich ein Aufklärungsflugzeug, oder? Nee. Das hat tatsächlich einen Motorboost, einen Heal und einen Jäger. Interessant. Interessant. Ja, das sind so die Schiffe. Wir haben noch 7 Container. Natürlich könnten wir das Ganze jetzt, dieses ganze Opening abrunden, indem ich jetzt noch das zweite 9er Schlachtschiff draus ziehe. Das wäre natürlich jetzt absolut genial. Wir öffnen mal. Es ist noch ein 9er Schlachtschiff drin, das hätte ich gerne. Kreditpunkte nehmen wir mit und noch 6 Container. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Nochmal Coins. 5 haben wir noch. Ja, komm, der Flugzeugträger. Ich mag Flugzeugträger nicht. Ich habe auch keinen Bock, die hochzufahren. Aber ich würde mich wahrscheinlich sogar über den Flugzeugträger freuen. Kapitäns-EP, ja. Komm, ein Schiff noch. 4 Container, ein Schiff. Nochmal Coins. Wir haben noch 3 Container mit dem wir jetzt öffnen. Flugzeugträger oder Schlachtschiff Stufe 9? Dublonen. Sage ich auch nicht nein. Sage ich auch nicht nein, aber ein Schiff ist natürlich mehr wert, weil ein Schiff der Stufe 9 oder auch ein Flugzeugträger der Stufe 8, der ist im Grunde 40 Euro wert. Von daher 2 Container. 2 Container haben wir noch. Die Chance auf ein Schiff besteht. Ich bin zufrieden. Meine Erwartungen könnten sich natürlich noch übertreffen. 8 Tage Premium. Ja, sage ich auch nicht nein. Ist auch nicht ganz günstig, wenn man das jetzt kaufen würde. Ich denke mal, ein 10er oder ein 5er würde man dafür auch hinblättern. Aber ich hätte mich tatsächlich noch sehr über ein Schiff gefreut. Na, bekommen wir noch ein Schiff? Wir bekommen noch ein Schiff und es ist der Flugzeugträger. Ja, das Schlachtschiff hätte ich natürlich lieber genommen. Aber wir haben den Flugzeugträger und damit haben wir ja die meisten Schiffe auch erhalten, die ich bekommen wollte. Natürlich ist das jetzt ein Meckern auf ganz hohem Niveau, wenn ich sage, ich habe das 9er Schlachtschiff nicht erhalten. Hätte ich gerne. Aber gut, wir haben 3 Schiffe aus 10 Containern erhalten, wo glaube ich 12,5 oder vielleicht sind es auch 15% Drop-Chance bestehen. Da können wir trotzdem sehr, sehr zufrieden mit sein. Und den Flugzeugträger schauen wir uns zu guter Letzt auch nochmal an. Ich bin ja wirklich kein Freund von Flugzeugträgern, aber ja, dann hat man den Träger eben mal. Sogar schon einen 10er Kapitän kommen wir dazu. Sage ich nicht nein zu. Sehr zufriedenstellend. Und ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier recht herzlich ja, zur Teilnahme hier oder beim Zuschauen fürs Case Opening. Und ich denke, mit einem dieser Schiffe werden wir jetzt noch eine Runde fahren. Und ja, seid gespannt, welches Schiff ich auswählen werde. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und damit, ja, zurück im Spiel. Ich habe mich entschieden, wir spielen eine Runde Ranked. Da kann ich das Schiff, glaube ich, ganz gut mal testen. Wir nehmen die Wirian, die gefällt mir ganz gut. Ich überlege jetzt, ob ich den Kapitän jetzt gleich skillen soll oder ob ich damit noch warten soll. Ja, eigentlich kann ich es gleich machen. Ich will mal ganz kurz gucken, was das Ganze hier für eine Artillerie hat. Vorbereitungszeit, Ladezeit, das Verbrauchsmaterial ist wahrscheinlich auch zu empfehlen. Granatentyp, Wechseldauer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wann jemand auf mich abschießt, auch nicht so wichtig. Ja, ich denke Vorbereitungszeit und Ladezeit des Verbrauchsmaterials. Wie lange dauert das denn? Wie lange dauert das denn? Da gehe ich mal kurz in die Ausrüstung. Das dauert 120 Sekunden. 240 Sekunden mit Nachladebeschleuniger. Aber ich denke, das reicht. Also so viel ist das jetzt auch nicht. Ich würde tatsächlich jetzt hier mal
Ja, wir nehmen mal jetzt hier mit letzter Anstrengung. Was nehmen wir als nächstes? Ladezeit, Luftschlag ist auch nicht so wichtig. Verbrauchsmaterialverbesserungen. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials. Ja, das hat halt nur einmal eine Hydro. Und die Hydro, denke ich, meistens nicht super gut. Und von daher, ja, nehmen wir mal, wie hoch haben wir? Brandwahrscheinlichkeit 12%. Und damit könnten wir das Ganze noch um 1% erhöhen. Macht wahrscheinlich jetzt auch nicht das Ganze jetzt besser. Ladezeit der Torpedowerfer. Die Torpedos dauern 133 Sekunden. 13 Sekunden, wenn wir uns dadurch sparen. Ich nehme das mal. Oder? Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, nehme ich das oder das? Das wird mir hier empfohlen. Sprengmeister wird mir empfohlen, aber ich finde, das Ding hat doch eigentlich schon mit 13% oder 12% genug Brandwahrscheinlichkeit. Explosionsradius der Munition beim Angriff auf U-Boot. Nee, ganz im Ernst, wir nehmen jetzt mal den Torpedowerfer. Ich denke, das ist besser. Ist ja auch ein, hat ja auch ganz gute Torps, das Teil. Ich meistere jetzt erstmal nur die zwei Sachen, weil ich jetzt hier unten nicht genau weiß, was ich da jetzt meistern soll. Adrenalinrausch. Wobei mit Adrenalinrausch macht man eigentlich nie was verkehrt. Was haben wir noch? Anzahl der Schiffsverbrauchsmaterialien ist sicherlich auch nicht verkehrt. Könnte man auch nehmen. Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was ich da jetzt skillen soll. Wir spielen mal die Irian in der Runde. Und ja, wir gucken mal, wie das Ganze jetzt hier so läuft. Ich habe mir jetzt das Panzerungslayout nicht ganz angeschaut. Es ist, glaube ich, ein leichter Kreuzer. Weil wir haben. Ja, gut. Ich hätte jetzt nochmal reinschauen können, was das Ding für eine Panzerung hat. Es sah mir jetzt doch relativ leicht gepanzert aus, das Schiff. Und ich meine auch, die meisten panasiatischen Kreuzer sind doch eher leichte bis mittelschwere Kreuzer. Das heißt, wir sollten hier auf Distanz bleiben. Wir haben ja mit 17,5 Kilometern eine ziemlich ja, hohe Reichweite. Also bleiben wir mal lieber auf Entfernung. Wird sich vielleicht relativ ähnlich spielen wie die Yoshino oder Yoshinho. Ja, der japanische Kreuzer. Ich schätze jetzt mal von der Spielart. Ja, wäre natürlich jetzt nicht ganz schlau gewesen, wenn ich mir das Panzerungslayout nochmal angeschaut hätte. Aber gut, was soll's. Wir haben wirklich jede Menge Geschütze. Wir haben insgesamt, ja, 12 Geschütze, die gleichzeitig abfeuern. Also 12 Rohre. Wie gesagt, wir müssen auch denken mit den Torps. Es sind Tiefwasser-Torps. Das heißt, wir können mit diesen Torps, glaube ich, nur Kreuzer und Schlachtschiffe treffen. Zerstörer dürften wir nicht treffen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. So lange spiele ich das Spiel auch noch nicht. Ja, wir fahren mal in die Richtung mit. Wir fahren mal in die Richtung mit. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, dass ich nicht ja, direkt auf den Feind losfahre, weil sonst werde ich direkt entdeckt. Ich habe mit 13,3 Kilometern eine ziemlich hohe Erkennbarkeit. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, dass wir uns hier etwas außerhalb aufhalten. Und nicht direkt hier eine Salve kassieren. Ja, es kann auch sein, dass wir leichte Kreuzer ebenfalls nicht treffen können. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Tiefwasser-Turps funktionieren. Auf alle Fälle Zerstörer dürften wir damit nicht mitnehmen können. Das ist also, ja, ein kleiner Nachteil. Und es kann sein, dass wir leichte Zerstörer ebenfalls nicht erwischen, sondern eben nur die Schiffe, die einen relativ hohen Tiefgang haben. Also Schlachtschiffe sowieso und Kreuzer müssten da eigentlich auch mit drin sein. Ich denke mal, das ist eher ein HE-Schiff als ein AP-Schiff. Deswegen lasse ich jetzt HE auch erstmal ausgerüstet. Die Torps haben eine ziemlich breite Streuung und eine Reichweite von 13,5 Kilometern. Also doch eine ziemlich hohe Reichweite. Und wir haben hier auch noch einen Torpedo-Nachladebooster. Der dürfte dafür sorgen, dass wir die Torps einfach in einem schnelleren Intervall abfeuern können. Sprich, dass die Nachladegeschwindigkeit hier dann etwas schneller vonstatten geht. Ladezeit der Torpedowerfer 8 Sekunden. Okay, das heißt, wir können Torps abfeuern, das aktivieren und nach 8 Sekunden direkt die nächsten Torps raushauen. So, die Hippe habe ich schon in Reichweite und ich weiß, dass die nicht so eine hohe Reichweite haben dürfte. Und ich muss jetzt auch einfach mal den Sound ein bisschen leiser machen. Der ist nämlich gerade ziemlich hoch eingestellt. So. Machen wir mal. Ja, der Sound ist immer noch zu hoch eingestellt. Habe ich eigentlich schon was getroffen? Ne, noch nicht. Aber jetzt dürften wir auch in der Reichweite der Hipper sein. Also drehen wir mal ein bisschen raus. Ja, 17,7 Kilometer. Aua. Da haben wir schon ein bisschen was gefressen jetzt. Ich lösche mich mal. Wir löschen mal den Brand.
Ja, da schon mal. Ja, wir haben jetzt auf alle Fälle schon ziemlich viel Damage gefressen, tatsächlich durch die ein, zwei Salven, die wir da abbekommen haben. Das ist schon mal nicht so guter Start. Ja, aber wie gesagt, das war meine erste Runde mit dem Schiff. Ist natürlich jetzt auch fragwürdig, so ein Schiff hier gleich im Ranked auszutesten, weil hier geht es ja auch um den Sieg und um Sterne. Ja, aber ich denke mal, wo kann man es besser testen als gleich auf Matchmaking-Niveau? Wir bleiben auf Entfernung. Ich werde da jetzt auch nicht durchtorpen, weil da sind sowieso schon ein Haufen Torps unterwegs. Da ist ein. Was ist das für ein Schiff? Ah, das ist ein Schlachtschiff. Müssen ein bisschen aufpassen. Aber die Nachladequote ist doch ziemlich hoch von dem Schiff. Ja, ich drehe mal jetzt ein bisschen raus. Also, das Schiff Vell hat auf alle Fälle einen ziemlich blöden oder ziemlich krassen Wendradius. Aber wir machen gut Schaden, wenn ich es richtig sehe. Ja, das Schiff macht gut Damage. Jedes Schiff ist in den richtigen Händen auf alle Fälle. Ja. Einem richtigen Spieler kann so ein Schiff auf alle Fälle eine Menge Schaden machen. Wir bleiben auf Distanz mit dem Schiff hier, auf alle Fälle. Ah, die Schüsse kommen auf mich. Ja. Das Schiff frisst halt extrem viel, weil es wirklich keine gute Panzerung hat. Bis jetzt hat aber noch keine Seite ein Schiff verloren. Ich top da jetzt mal in die Richtung. Ja, warum nicht? Warum nicht? Hier sind ja auch insgesamt nur 5 Stück. 5 Torps an sich. Wir könnten jetzt den Nachladebooster noch nehmen, aber ich würde ihn erstmal noch nicht aktivieren. Weil wenn das Schiff da reinfährt, dann ist es sowieso auch tot. Die Torps sind auch relativ schnell, ne? Allerdings sind die Tiefwassertorps, glaube ich, relativ schnell zu oder relativ früh zu erkennen, wenn mich nicht alles täuscht. So, wie schnell drehen sich denn eigentlich die Hauptgeschütze? Ah, die drehen sich auch relativ langsam, okay. Bin ich mal gespannt, ob die Yamihari in die Torps reinfährt. Und ich muss auf jeden Fall wieder auch ein bisschen näher ran an den Gegner, weil ja, das sieht aktuell jetzt nicht so sonderlich gut aus. Ja, die Geschütze drehen sehr, sehr lange. Da kann man auch nochmal überlegen, ob man da vielleicht noch einen Punkt rein investiert. So. Ah, okay, hat nicht gereicht. Die Torps sind weg. Das war auch, glaube ich, eine zu krasse Distanz an der Stelle. Ich meine, 13,5 Kilometer ist schon echt viel. Aber das hat dann auch irgendwo, glaube ich, seine Grenzen, das Ganze. So, da ist sie. Yumihari. Aber das Team konzentriert sich gerade hier auf die Vladi. Deswegen, die nehmen wir auch mal raus. So, ihr Tierbild ist 21 Kilometer entfernt. Was hat denn die für eine Reichweite? 21,5, okay, das heißt, die könnte mich rein theoretisch auch treffen. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Ich bin wahrscheinlich das am meisten gefährdete Schiff hier neben der Shimanto. So, ein paar Tops durchschicken. Ein bisschen was treffen wir ja auch. Ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich nicht zu krass breit bei Breitseite stehe. Weil die Tierblitz ja auch noch in Reichweite ist. Und theoretisch könnte mich auch die Vladi treffen. Deswegen werde ich jetzt wieder so ein bisschen versuchen, hier abzudrehen. In der Hoffnung, dass mich die Vladi in der Zwischenzeit nicht abschießt. Macht sie auch nicht. Wir haben schon ein Schiff verloren, aber ich denke mal, die Gegner haben auch ganz gut gefressen bis jetzt, wenn ich das richtig sehe. Da ist die Rochester. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen gefährdet durch die, immer noch durch die Vladi und durch die Yamihari, oder wie sie auch immer heißt. Aber die anderen Schiffe haben auch nicht mehr so viel Leben, tatsächlich. Okay. Ich bin auch nicht mehr sichtbar. Sehr schön. Bisschen Damage haben wir ja doch bis jetzt gemacht. So. Solange ich nicht sichtbar bin, ist alles gut. Wir müssen nur aufpassen, die Gegner haben 2 Caps aktuell. Und damit natürlich mehr als wir. Jetzt ist wieder ein bisschen Gleichstand. Von den HP würde ich sagen, sind wir auf alle Fälle aktuell im Vorteil.
Allerdings haben die Gegner, wie gesagt, die zwei Caps. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam mal ein bisschen hier auch ranhalten an das Ganze. Ja, und ich würde gerne versuchen, die Yomihari da rauszuholen. Ich könnte natürlich jetzt auch dort Torben. Da würde ich jetzt sogar mal den Torb-Booster gleich nutzen wollen. Wenn sie denn auftaucht. Ich meine, die müsste ja auch irgendwie erkennbar sein. 11,9 Kilometer. Die hat eine geringere Erkennbarkeit als ich. Aber die Hawk dürfte sie eigentlich langsam ins Visier nehmen. Die Hawk müsste die Yomihari eigentlich jeden Moment, denke ich mal, hier zum Angriff provozieren. So, Hawk, am besten du nimmst lieber mal Kurs hier um die Inseln herum. Bevor wir jetzt hier ein Schiff jagen, was uns eigentlich nur aufhalten will. Weil die Gegner haben schon 700 Punkte. Ich meine, klar, wir müssen das Schiff jetzt pushen, aber so viel erreichen wir damit dann am Ende auch nicht. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Die hat sich da versteckt. Und wenn ich richtig Pech habe, gehe ich vor ihr auf, was eigentlich passieren dürfte, weil ich ja 13 Kilometer habe. Und dann kriege ich hier erstmal eine schöne Zita. Das könnte passieren. Das könnte passieren. Ich könnte zwar eine Hydro aktivieren, aber die hat auch, glaube ich, nur ein paar Kilometer. Das bringt mir jetzt eher was gegen Torps. Torps dürfte sie jetzt nicht haben. Nee. Aber sie ist hier irgendwo. Vielleicht ist sie auch wieder zurückgefahren. Ah, da ist sie. Okay. Da ist sie. Okay. Die müssen wir jetzt auf alle Fälle unter Feuer nehmen. Es nützt alles nichts. Die muss raus, die Yomihari. Ich denke aber, wir haben das Potenzial mit unserem Schiff, die auch rauszuholen. Aber ich muss vielleicht ein bisschen weiter vor aimen. Okay, sie hat getroffen. Das ist natürlich für mich jetzt auch extrem risky, was ich hier mache. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt mal wieder treffe. Ich meine, die Hawk schießt zum Glück auch noch mit drauf. Das Schiff müssen wir jetzt auf alle Fälle mal rausnehmen. Also theoretisch könnte mich jedes Eiwe hier extrem versenken. Los, komm. Triff da. Ja, wichtig, dass sie im Brand gesteckt ist. Ich kann mich halt leider nicht heilen. Das ist so ein kleiner Nachteil bei dem Schiff auf alle Fälle. Aber wenn die Hawk jetzt damit drauf schießt, ja. Das kam jetzt von der anderen Seite irgendwo. Okay, das kam von der Seite. Gut, dann würde ich sagen, wir aktivieren jetzt einfach den Torb-Booster hier. Los, komm, komm, komm. Ja, das war ja klar. Aber vielleicht treffen wir mit den Torps noch ein bisschen was. Es sind 3 gegen 4 aktuell. Wir gucken uns die Runde auf alle Fälle noch an. Mal gucken, was trifft. 2 Torps treffen, wenn ich das richtig sehe. Oh ja. Und wir haben sogar noch einen Wassereinbruch verursacht. Aber sie healt das Ganze schon, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, sie hat es geheilt. Schade. Schade, aber wenn die Borodino jetzt schlau ist, schießt sie auf die Vladi. Ja, macht sie auch. 9000. Es geht trotzdem verloren. Ich habe jetzt auch nicht wirklich gut gespielt. 40.000 Damage ist wahrscheinlich zu wenig. Da hätte ich zumindest die Damage-Punkte machen müssen, die mein Schiff hat. Ja, mein Schiff habe ich rausgeholt, aber das ist sicherlich nicht der Zweck. Das Schiff spielt sich wahrscheinlich deutlich defensiver. Man muss natürlich auch treffen. Ich habe hier wahrscheinlich sehr viele Schüsse daneben gefeuert gegen die Yomihari. Und das ist definitiv eine Runde, die wir auch gewinnen. Die winnable gewesen wäre, weil wir haben schon ordentlich Schaden auch ausgeteilt. Ich glaube auch, dass sich die Schlachtschiffe aus unserem Team sehr defensiv verhalten haben, vielleicht zu defensiv. Und von daher dürfte das jetzt hier eigentlich verloren sein. Wir gucken uns das Ganze aber trotzdem noch hier ein bisschen zu Ende an. Ja, die Hawk wird wahrscheinlich noch rausgenommen und dann ist es sowieso vorbei, das Spiel. Ja, jetzt sehen wir auch gar keine anderen Schiffe mehr. Es sei denn, jetzt kommt hier noch irgendwo eine Zita. Zum richtigen Zeitpunkt. Oder die San Diego wird zu weit entfernt sein von der Tirpitz. Aber ja, wie gesagt, ein Kill würde jetzt nochmal alles ändern, aber das ist unwahrscheinlich. Ja, die Hawk wird jetzt hier auch
verschwinden. Naja, zumindest haben wir eine kleine spannende Runde gehabt mit dem Schiff. Auch, wie gesagt, authentisch ist meine erste Runde mit dem Schiff jetzt gewesen. Und damit ist die Runde verloren. Joa. Vielleicht nehme ich mir mal demnächst mal Zeit, das ein oder andere Schiff hier einzeln vorzustellen, was ich gezogen habe. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich hier fürs Zuschauen, für euer Interesse und damit dann bis zum nächsten Mal. Euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.